Mal nach Zahlen ist das nicht. Was Romina hier genau veranstaltet, sehen wir gleich. Wir spulen auf Anfang. Artnet-Events werden deutschlandweit angeboten. Das Motiv wird vorgegeben, ein lokaler Künstler gibt den Teilnehmern Hilfestellung. Corona-bedingt finden bis auf Weiteres keine Veranstaltungen mehr statt. Ab sofort kann man sie aber auch online belegen. Material nach Hause bestellen, in Schale werfen und ein Motiv aussuchen. Romina entscheidet sich für das Blumenmädchen in Pink. Kursleiterin Maria zeigt, wie man ein ausdrucksstarkes Porträt mit sehr vielen schwungvollen Linien zeichnet. Viel Spaß! Los geht's! Meine Vorskizze sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das liegt aber auch daran, dass mir alles sehr langsam und wirklich genau erklärt wird. Mal schauen, wie es gleich mit Farbe aussieht. Das nimmt doch langsam Gestalt an, oder? Nein, verdammt. Jetzt hat es gespritzt. Das ist doch nicht wahr. Was mache ich denn jetzt? Hat keiner gesehen. Das Malheur ist schnell behoben. Weiter geht's. Denn als nächsten Schritt bearbeiten wir unsere Blümchen. Mehr als die Hälfte ist geschafft. Jetzt ist noch das Oberteil an der Reihe. Für das Blumenmädchen in Pink hat Romina knapp 2 Stunden gebraucht. Ihr Fazit? Tada, mein Kunstwerk ist fertig und es war einfacher als gedacht und vor allem hat es sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin mir sicher, dass Sie zu Hause das mindestens genauso gut hinbekommen wie ich. Und hier nochmal der Vergleich. Das ist das Original. So sieht hinterher das fertige Bild von Romina aus. Wer zu Hause selbst zum Pinsel greifen will, kann bei www.artnight.com vorbeischauen. Online-Kurse werden schon ab 10 € angeboten.